sie dann auch schon entführen, ja. Und hat also geeinigt, ja, weil er, der König, irgendwie mal so schwere Hautkrankheit hat. Er juckt die ganze Zeit, ja. Und hat er gesagt, wenn du die Krankheit heilen kannst, ja, Kannst du meinen Frau nehmen? kannst, Ja, weil dann, da geht bisa es. di boleh diambil istrinya, Ya, nanti diobatilah pakai obat naga sayangnya kepada Rahwana Terus sampai boleh sembuh. terus diambil istrinya. Nah, ketika sudah sembuh si Rahwana, dia tidak mau Dewi Sinta lagi. Ketika saat itu muncullah Rama. Jadi Rama lah yang bertanda dengan cinta Dewi Sinta sampai dia menikah. Ja, da gab es auch schon schwere Ja. Kampf, ja, trotzdem, ja, wenn es, nachdem es geheilt wurde, da gab es auch große Kampf und da kam Rama und dazu, der hat sich eigentlich in Sita verliebt, ja, in die Frau von dem König, ja, von dem bösen König, ja. Und ja, also da gab es auch schon heftige Kämpfe. So ist so die Geschichte, so weißt du. Makanya Rona ini nggak bisa hidup besarnya di luar, hanya bisa hidup besar di Ja, dalam. deswegen Kalau wächst itu es di nur dalam in harus dem besar heiligen ya, Platz, ne? besar hidup di dalam. Tapi ditanam di luar pasti mati dia. Ja, also er meint jetzt ja, wenn man draußen dann anpflanzt, ja, dann wird es dann eingehen, sterben, ja, also der Baum, ja. Tapi kan Sinta itu kan istrinya Rama sebenarnya, ya. Ya, tapi silsilah dia meraih cintanya itu lewat cerita itulah gitu. Oh, gitu. Dongeng-dongeng gitu ya. Manchmal ist die Geschichte auch ein Ya, bisschen kompliziert. proses ya, tapi silsilah proses dia Oh. mendapatkannya itu lah. Ja. Guck mal, how die Treppen hier, die haben auch schon symbolische Bedeutung, ja. Das geht steil hoch, ja. Heißt es bei uns auch, dass es schwierig in den Himmel zu gehen, ja. Das ist genauso, wenn man in Borobudur also hochsteigt, ja, so hoch geht, ja. Sind auch schon wieder steile Treppen dort, ja. Und dann wird immer gesagt, ja, ist es schwierig in den Himmel zu gehen, ja. Muss man schon sich dann streben, also dann hochzugehen, hochzukommen, ja, in Treppen Himmel. musstest du mir auch gar nicht geben. Die Ja. Hölle ist auch schwierig dann, aber leichter. Ja. Hölle ist einfacher. Hölle ist immer Wenn man sauber. böse macht, ja, was Böses macht, dann kommt man in die Hölle rein, ne? Genau. Ja. Gibt's da auch eine Art Fegefeuer? Fege, Feu. Fegefeuer heißt Vorhölle. Ach, so. Die Menschen, wo ein bisschen Sünder sind. Ja, also es gibt ja in Islam auch schon viele Höhle, ja. Also in der untersten Höhle zum Beispiel kommt man auch schon, wenn man Wenn man ganz als böser böse ist. Mensch wohnt, ja, Ja. also lebt, ja. So, Die ja. Vorhölle ist abgeschafft worden jetzt. Also, Jetzt gehen wir nach Tempel. wir gehen zu dem Tempel da und werden wir dann auch schon merken, wie schwer hochzugehen. Kamalik Klingsar heißt der Tempel. Ja. 19, 17, 59. Ja, langsam, langsam. Lang, lang, oder? Das ist ja der heiligste Teil des Tempels, ja. Der Hauptteil ist da. Da stehen die verschiedenen Schreine. Schreine, ja. Und zu welcher Zeit kommen hier die Leute dann abends? Die dürfen jederzeit hier reinkommen, ja, wie die wollen. Es gibt ja keine bestimmte Zeit, ja. Aber zu Vollmond, zu nehmendem Mond, kommen auch schon viele hierher. Das ist schon ein besonderer Tag.
Bisa dimakan itu? Bisa dimakan? Ya, masih muda. Nein, kann man nicht essen. Kalau dia kalau matang bisa enggak? Enggak bisa dimakan untuk ya. Ya, gegen Hautkrankheit, ya. Di Hindu ada three color, red simbol pada Brahma, yellow color simbol wisdom, black color simbol Siva, they call Trinity. So three color in Hindu they call Trinity, three gods, Brahma, Vishnu, Siva, protector, creator, and destructor, destroyer. And what color almighty, Pista? Yeah, that's in. Wir sind eine Art von Gelehrten bei uns, ja. Er ist bei uns der Imam, ja. Imam ist muslimisch. Priester ist Imam. And that's symbol of good and bad, white and black. Ja, die schwarz-weiße Tücher, wie ein Schachbrett, ja. And Hindus not upper garden here, and the upper garden not the mountain. Richtung Berg, Richtung Vulkan. Das ist ja wie Makka für die Muslimen, ja. Ist das der höchste Berg? Ja. Ist es Rinjani? Ja, Rinjani, ja. Ja. Da war ich oben. Aha. Vor 17 Jahren. Ach, 17 Jahre? War ich hier. 19, wie viel? 2005 war ich hier. Ah, 2005. Das ist immer mit Japan Agung in Bali, because the top Hindus live in Bali, they open that to Mount Agung. And that's symbol of Mundanjani Mountain, because the top Hindus are living in Lombok, make the open to Mundanjani Mountain. Yeah. Ja. Die verschiedenen Schreine, ja. Wie heißt nochmal die Häuschen, wo man reinsitzen kann im Hotel? Mit Kissen, wie sagt man dazu nochmal? Mit Kissen? Ja, die Häuschen, wo man reinsitzen kann, wie heißt nochmal? Der Bernd hat es vorher gesagt. Gazebo oder. Wie heißt nochmal das Häuschen, wo man reinsitzen kann? Wo Bücher drin sind, bei uns im Hotel. Bücher? Guka! Burka? Bruka. Bruga, genau. Sind die Häuschen, ja, die man reinsitzen kann? Ja. Gazebo heißt es manchmal auch. Bruga. Ja, lieber, es mir like that. Ja, hier, das ist Bruga auch hier. Bruga. Es ist Bruga. That guy is what he Der Priester.